Video von mir. Heute ganz super spontan gibt es für euch ein, ja, Kategorie M oder L Rossmann Haul. Ich war heute Morgen beim Rossmann, weil im Moment ist ja die Aktion von diesen Green Price, Green Price. Das heißt, es sind Produkte, die entweder rausgehen, wo sich das Design ändert oder die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe verändert wird. Oh, ich habe ein bisschen Schnupfen gekriegt. Tut mir leid. Und die sind dadurch deutlich günstiger. Und ich habe gedacht, ich gucke einfach mal durch den Laden und stöbere mal, was es da so gibt in dem grünpreisigen Segment. Ein paar normale Artikel habe ich auch gekauft, aber der größte Teil ist aus der Aktion. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. So, das ist übrigens die Tüte. Also ich würde Größe M, L, doch L. Ich greife einfach rein, weil ich habe das jetzt nicht sortiert. Na, also ich habe, was habe ich? Kosmetik habe ich, Duschgele habe ich, Deos habe ich und ein bisschen Food habe ich. Und ich fange einfach an. Genug gesülzt. Und zwar habe ich einmal von Fruchtbar Linsenchips für den Leon mitgenommen. So sehen die aus. Linsen und Kartoffeln. Ohne Salz und Zuckerzusatz. Ab 12 Monaten. Ich kenne die noch gar nicht. Ich habe gedacht, ich probiere die einfach mal aus. Wo ich ja eigentlich, nochmal ganz kurz zurück zum Thema, das Bild ganz süß finde, wie die Kartoffel mit dem Rosmarin und der Linse hier so am Kuscheln ist. Das finde ich hier mit den Armen, finde ich ganz süß gemacht. Kann er morgen mal testen. So, heute hat er aber schon getestet. Von Fruchtbar, deswegen sind die schon offen. Und zwar Knusperenten. Karotte, Kürbis, Mais und Reis ohne Zucker und Salzzusatz. Ebenfalls ab 12 Monaten. So sieht das aus. Riechen tun die nach nichts, aber anscheinend schmecken sie super gut, weil er wollte immer mehr und immer mehr, aber das halbe Tütchen hat er jetzt schon heute vernascht und das reicht dann über den Tag erstmal. Also die kann ich wirklich empfehlen. Die muss ich mit Sicherheit auch wieder nachkaufen, weil der Leon wirklich total drauf abfährt. So. Dann habe ich mir auch noch was gekauft zum Naschen. Und zwar, oh, ich habe Angst, dass es hier gleich alles runterfällt. Und zwar kennt ihr mit Sicherheit von Vegans oder Vegans, wie auch immer man die Firma nennt, diesen Schokoladen-Kokosriegel, der soll ja super schmecken und besser als Bounty und so weiter und so fort. Allerdings habe ich das Problem, dass ich keinen Kokos mag. Und ich habe mir aber gedacht, ich gebe dem Ganzen auch mal eine Chance. Wenn der Kokosriegel schon so gehypt ist, habe ich mir ausgesucht Schockbar Haselnuss. So sieht das aus. Ganze Haselnüsse sollen da drin sein. Ja, nee, kaufe ich nicht nochmal. Dafür, dass die echt schweineteuer sind mit 1,49 reduziert gerade. Ich glaube, sonst kosten die 1,69 oder 1,79. Ich hatte in meinem ganzen Riegel drei Nüsse und hat mir so überhaupt nicht geschmeckt. Was mir gleich aufgefallen ist, als ich den aufgemacht hatte, ist, dass die Schokolade angelaufen ist. Also die war so milchig überzogen und das geht für mich eigentlich persönlich gar nicht. Deswegen für den Preis nicht nochmal. Ich weiß nicht, wie das mit dem Kokosriegel ist, aber dadurch, dass ich ja das Kokos nicht mag, kam das für mich auch nicht in Frage. Als nächstes habe ich gekauft noch was zum Knabbern. Und zwar von Genuss Plus Bananenchips. So sehen die aus. Ich weiß auch nicht, warum ich die gekauft hatte. Ich hatte da, glaube ich, heute einfach mal Lust drauf. Hier steht Plus Ballaststoffquellen und Plus besonders knusprig. Das sind jetzt 125 Gramm.
Mal schauen, wann ich die mal aufmache. Vielleicht morgen mal in mein Frühstücksmüsli mit rein oder so. So, dann habe ich hier noch was für den Leon. Und zwar habe ich die eigentlich gar nicht so wirklich gebraucht und deswegen wollte ich die eigentlich auch gar nicht kaufen. Aber der Leon saß in seinem Wagen und ich hatte in dem Fruchtbarregal geguckt und in dem Moment, als ich mich kurz zur Seite gedreht hatte, hatte der Leon von Baby Dream diese Nuckis in der Hand. Und er war so, so süß. Ich kann es euch echt sagen, er hat die nicht außer Hand gelassen und er hat sogar schon an der Verpackung nuckeln wollen, wo ich ihm dann erklären musste, dass es halt nicht funktioniert, weil die Verpackung noch drum ist. Genau, und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich könnten wir sie mitnehmen, weil Leon hat noch viele, die ihm eigentlich schon zu klein sind. Also ich kaufe immer persönlich die Nuckel, die für die Alterskategorie, so genau, vorgeschrieben sind und kaufe nicht immer nur kleinere. Deswegen haben wir jetzt hier auch die Dreier und das sind ab 18 Monaten. Und er hat halt noch Einser und so und dann könnten wir die jetzt mal so langsam austauschen und dafür die Neun. Und die sind ja hier, der ist ja blau und hat einen Stern und der ist weiß und, kommt das rüber? Ja, es sieht so aus wie so eine Sternmilchstraße. Und dann habe ich nochmal welche genommen in grün und hier sind drauf einmal weißer Hintergrund, grüne Punkte und hier sind drauf weißer Hintergrund, Striche und Wolken. Genau, deswegen kamen die mit, dann kann ich nämlich nachher gleich aussortieren. So. Als nächstes habe ich mir nochmal 140 Wattepads, die kleinen, gekauft. Die sind hier für meinen Wattepad-Halter, deswegen sind das die kleinen. Damit mache ich das Fallout weg, wenn ich mich geschminkt habe. Ich hatte jetzt auch die von Isana und muss sagen, ich finde die super. Also deswegen habe ich die jetzt nochmal nachgekauft. Die waren zwar jetzt nicht im Angebot oder sowas, aber die kosten ja nicht die Welt. Preise und sowas schreibe ich euch alles unten wieder hin. Und auch noch als nicht reduziert kam von Perlodent Med Interdental Bürstchen, so sehen die aus. Ich hatte euch ja in meinem DM-Haul, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, verlinke ich ihn euch auch unten, habe ich mir hier diese Brush Sticks besorgt, weil meine Zahnärztin ja meinte, ich solle Zahnseide benutzen, aber damit komme ich ja nicht zurecht mit diesen hin und her schrubbeln und dann schießt mir das ja ans Zahnfleisch. Und dann dachte ich ja, ich kaufe mir diese Brush Sticks, dieses Wort. Ja, komme ich auch nicht mit zurecht. Meine Zahnzwischenräume sind eindeutig zu eng aneinander, dass ich mit diesem Bürstchen da reinkomme. Also wenn ich mich anstrenge und mir Mühe gebe, komme ich zwar rein, allerdings tut es höllisch weh und alles ist am Bluten. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich mir jetzt noch eine Zahnfleischentzündung oder schießt mich tot einfange, nur weil die Zahnärztin zu mir meinte, ich solle Zahnseide benutzen. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese Interdentalbürstchen nochmal mitgenommen. Das ist jetzt die Größe 0, Durchmesser 2 mm. Und ich finde, die sehen so süß aus, weil die sind ja so pink. Richtig, Mädchen. Richtig schön. Das waren jetzt, ist jetzt die kleinste Größe, also kleiner gibt es die nicht. Und ich hoffe, dass die jetzt wirklich mal funktionieren. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Falls ihr eine Idee habt und mir dabei mal helfen könnt, lasst es mich mal bitte unten in den Kommentaren wissen. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. So, und jetzt kommen wir zur Kategorie entweder reduziert oder Green Price Label. Jetzt genau welches Produkt was war, kann ich euch nicht mehr sagen. Deswegen, obwohl, doch, glaube ich, kriege ich hin. Ich probiere es aus. Als allererstes, Normalpreis nur gerade in der Werbung, habe ich von Palmolive Gourmet das Vanille Duschgel mitgenommen. So sieht das ja aus.
Boah, das riecht so gut, ne? Also ich hatte ja mal das von Erdbeer, das hat mir ja überhaupt so auf der Haut nicht gefallen. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Boah, das riecht wie frisch gekochter Vanillepudding. Richtig lecker und richtig süß. Also, boah, da kriegt man glatt Lust auf Vanillepudding. So. Passend dazu habe ich mir nochmal von Palmolive und zwar das Mintshake mitgenommen. So sieht es aus. Das ist ja das Grüne. Das riecht auch so lecker. Oh. Minzig, frisch, rein, sauber. Ja, einfach echt, echt lecker. Ich bin wirklich gespannt und dafür, dass wir vor, ich glaube, 2 Monaten keine Duschgele haben, können wir uns jetzt mittlerweile wirklich totschmeißen, weil ich hatte ja, ich weiß gar nicht wann, irgendwann mal erzählt in irgendeinem Video, dass wir von Dusch das, genau, diese Riesenmenge mal gekauft hatten und dass ich das irgendwie nicht mehr riechen und nicht mehr sehen kann. Und seit dem Zeitpunkt kaufe ich irgendwie ständig neues Duschgel und will ständig neues Duschgel zum Waschen und mich zum Riechen und wirklich schlimm eigentlich. Also so viel Duschgel, wie ich in dieser Tüte habe, hatte ich, glaube ich, mein Leben lang noch nicht. So. Dann als nächstes. Uppala, hier geblieben. Als nächstes, das ist jetzt ein Green-Preis-Produkt und zwar ist das von Isana, die Cremedusche Maracuja und Kokosduft. So sieht das aus. Schnupper mal dran. Ja, es riecht sehr nach Maracuja und sehr minimal nach Kokos. Das finde ich persönlich ja gut, als nicht so der Kokosliebhaber. Aber ich habe mir das nicht für mich gekauft, sondern für Eugen. Ja, Eugen benutzt auch Frauenduschgele, den stört das nicht. Weil der liebt so Kokosdüfte, der mag das total gerne und deswegen habe ich das mal mitgenommen und ich finde das Design mit dieser Maracuja echt schön. So, als nächstes noch ein Green-Preis-Produkt und zwar von Isana die Cremedusche Aloe Vera mit Joghurt. So, und hier steht drauf, die soll für trockene Haut sein und die habe ich für mich gekauft. Ja, die riecht relativ neutral, rein und sauber, jetzt nichts Penetrantes oder so. Auf jeden Fall habe ich mir die für mich gekauft, weil im Moment habe ich so trockene Schienbeine. Und ich habe gedacht, vielleicht hilft das, wenn ich das mal benutze, weil die ist ja für trockene Haut und hier steht ja nichts drauf, für welchen Hauttypen die ist. Ich erhoffe mir, dass es dadurch besser wird. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Okay. Machen wir erstmal mit Duschen weiter. Das war auch Green Price, genau. Und zwar von Isana, die Limited Edition Joyful Dusche und Creme mit Blaubeerextrakten für ein zartes Hautgefühl. So sieht es aus. Und ich finde diese Blaubeere, wie die da reinfällt in das Wasser, einfach optisch super schön. Deswegen kam das mit. Oh, ich muss mal meine Nase putzen. Ich kann nichts mehr riechen. So, da bin ich wieder. So, dann schnuppern wir mal. Oh, lecker. Ihr könnt euch vorstellen, es riecht, als ob man vor so einem Blaubeerbusch steht und sie gerade frisch abzuppelt. So ein Hauch von diesem, ja, wie sagt man das? Diesem Duft, wenn man die von diesem Gestrüpp abreißt, dann riecht das ja so ein bisschen nach Blatt und Stiel, so ein bisschen. Und dann dieser fruchtige Blaubeergeruch, richtig gut. Da freue ich mich richtig drauf.
Also super Duft. Falls ihr ihn nochmal kriegen solltet, guckt ihn euch an. Und dann gab es von der gleichen Reihe quasi noch eine Edition. Und zwar Lovely. Das ist Dusche und Creme mit Cranberry-Saft für ein zartes Hautgefühl. So sieht das aus. Dann wollen wir mal schnuppern. Ja. Riecht nach Cranberry, also kann man nicht meckern. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow. Aber an sich hat ja Cranberry auch keinen richtigen großen Eigengeruch, muss ich ja. Also muss ich sagen, also empfinde ich so. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich drauf. Die Verpackung spricht mich einfach an, ob der Geruch jetzt stimmt oder nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal auf der Haut testen. Da kann ich jetzt nicht gleich, da kann ich nicht so explodieren wie bei den anderen, weil das ist nicht so. So, dann habe ich noch einen Green Price Duschgel, meine Güte. Und zwar von Isana Young, auch eine Limited Edition, Shower Gel Flower. So sieht das aus. Ich fand die Verpackung schön mit diesem Pink und diesem türkisen Deckel. Und hier steht aber nichts drauf, na, was die riechen soll, außer nach Blume. Sie riecht sehr rein, floral, dennoch nicht zu penetrant. Also das ist auch ein Duschgel, wo ich sagen würde, das könnte man als Mann benutzen, würde ich jetzt so sagen. Jetzt nicht von der Verpackung her, das ist vielleicht nicht so das Optimum. Aber vom Geruch her würde ich definitiv sagen, ist es geschlechtsneutral. Es riecht gut, aber nicht zu streng. So, haben wir noch ein Duschgel? Ich schaue mal. Nein, es reichen ja auch, ne? 2, 4, 6, 7 Duschgele. Das reicht erstmal eine Weile. Dann habe ich aus dem Angebot so ein Gute-Nacht-Bad Traumzeit gekauft. So sieht das aus. Und zwar ist das mit Lavendelduft und Vanilleextrakt. Entspannt und beruhigt für trockene Haut. Und das habe ich eigentlich nur gekauft, weil die Kinder, die haben von, ja, was ist das für eine Firma? Irgendeine Kinderfirma, so ein Gute-Nacht-Bad. Entschuldigt. Da ist auch Lavendel und sowas mit drin und ich finde immer, das riecht so, so angenehm, wenn die damit baden. Und das entspannt mich als Mutter, wenn ich daneben sitze, wenn die da spielen und baden, richtig gut. Und deswegen habe ich gedacht, nehmen wir sowas für uns Erwachsene auch mal mit, weil ich der Meinung bin, das ist deren Schaumbad und nicht meins. Sie dürfen meins auch nicht benutzen, also soll ich ihr es auch nicht benutzen. Und ich habe hier vorhin schon mal dran geschnuppert, weil das einfach unfassbar gut riecht, meiner Meinung nach. Oh, da könnte man bei einschlafen, wenn man hier schnuppert. Oh, es ist so gut. Lavendel und ganz minimal die Süße von der Vanille. Also wirklich ein angenehmes Bad. Und ich bin der Meinung, wartet mal. Genau, das Schaumbad ist blau, es müsste also auch das Wasser dunkel färben. Und das finde ich ja so, 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 so schön. Wenn das blaue Wasser und dann so ein bisschen weißer Schaum, boah, da komme ich als Nicht-Badeliebhaberin, weil ich springe rein, wasche mich ab und gehe wieder raus. Aber wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle, das war das nächste Produkt, wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle, dann könnte sogar ich zur Badenixe werden. Oh, hier seht ihr, ne? Ich stelle das hier hin. So, dann gucken wir mal, was hier runtergefallen ist. So, runtergefallen ist, das habe ich in mehrfachen Ausführungen gekauft. Und zwar ist das von Isana das Deo Spray Sport. Aktivierender Duft ohne Aluminiumsalze. So sah das aus. Oder sieht das aus. Das ist auch ein Green-Preis-Produkt. Oh, meine Nase schuldigt.
48 Stunden Halt. Mir war wichtig, ja, ohne Aluminium. Ich habe das mal gekauft für Eugen, mal, er soll es mal testen. Und zugleich habe ich aber auch noch diese kleine Variante von diesem Deo. Die kleine Variante von dem Deo gekauft. Und das habe ich mir gleich zweimal gekauft. Ich habe gedacht, für meine Handtasche oder sowas ist das ganz hilfreich. Da brauche ich nicht immer so einen riesen Klotz mitnehmen. Also ihr seht, das ist echt ein großer Unterschied. Ist zwar auch ein bisschen weniger drin, aber wie viel Deo braucht man denn für unterwegs? Ne? Dachte, dann habe ich mir deswegen das kleine mal mitgenommen. So, ein Deo habe ich noch für Eugen und zwar Isana Man. Deo Spray, sensitiv, schützt und pflegt, 0% Alkohol und ohne Aluminiumsalze. Das sieht so aus. Das ist so eine weiße Verpackung. Kenne ich auch noch nicht, müssen wir erst testen. Werdet ihr dann im Aufgebraucht sehen, wie Eugen es gefunden hat. So, hier sind noch meine ganzen Zettel, damit ich euch nachher auch die Preise schön einblenden kann. Also, ganz spektakulär. Zahnbürsten von Perlodent in Sensitiv. Ja, Greenpreis. Eigentlich braucht man keine, aber ich denke mal, Zahnbürsten gehen immer und die waren wirklich günstig. Die waren, haben die gekostet 45 Cent oder so. Und ja, da kam der Kaufrausch. So, jetzt haben wir noch was für den Körper und zwar von Trackle Moon Suma Smile. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eine Bodylotion. So sieht die aus. Und die ist mit Orange. Ich mache die jetzt einfach mal ganz frech auf. Und hier am Rand steht übrigens, ich bin nur für kurze Zeit erhältlich. So. Ne? Dann testen wir die mal. Eugen will die bestimmt nämlich heute Abend auch gleich mal testen. Ich habe noch nie eine Bodylotion von Trackle Moon gehabt. Ich habe mir jetzt für das Auto eine Handcreme von Trackle Moon gekauft. Aber an sich hatte ich sowas noch nicht. Und ich muss sagen, fühlt sich ganz gut an. Zieht relativ gut ein. Ja. Obwohl ich so ein bisschen den Orangengeschmack, den Orangengeruch vermisse. Egal, nichtsdestotrotz probieren wir sie aus. Und ich muss sagen, dieses Bild ist so ultra süß. Ich hoffe, ich kriege euch das mal eingefangen. Ich komme mal näher. Und zwar ist hier so ein Baum mit Herbstblättern und da sitzt so ein kleines Mädchen auf einer Schaukel. Oh, ich finde das so niedlich. Richtig, richtig gut sieht das aus. Ja, mal schauen, was der Eugen sagt, ob der es ohne Schnupfennase besser riechen kann oder nicht. So, zum guten Schluss, hoppala, habe ich mir noch drei mal Kosmetik gekauft, weil ich habe ja noch nichts. Und zwar habe ich mir ein Backup gekauft von der We Are Awesome LE von Essence. Das ist ja diese Herzedition und das ist ein Blush. Und der war runtergesetzt wegen Ausverkauf auf 1,50. Ich habe den schon und ich finde den wirklich schön und für 1,50 konnte ich nicht dran vorbeigehen. So, und dann habe ich mir noch zwei Paletten gekauft und zwar von Revolution. Die gibt es ja bei manchen Rossmann-Ständen, gibt es die ja. Und zwar, da habe ich mir einmal die Iconic 2 Palette gekauft. Ich versuche euch das mal einzufangen. So sieht die aus. Ich mache die mal auf für euch. Ich glaube, das ist schöner. Die haben hier immer so blöde Tesafilme für mich. Ich kriege die immer so schlecht ab. Oh, es regnet. Na, komm schon. Seht ihr? Wenn ich sage, dann funktioniert es noch schlechter. So. Applikator brauche ich ja eh nicht, wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich.
So sieht die aus. Und so habe ich mir die gekauft, eigentlich nur wegen diesen zwei letzten Tönen hier. Ich habe eine, die ist so ähnlich von Revolution, aber die hat so runde Pötte als Lidschattenfächer und da sieht man den Boden schon. Und ja, die war nicht teuer, die Palette. Und ich finde die Revolution-Produkte eigentlich echt gut. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Und zum Schluss habe ich mir noch eine Palette mitgenommen. Und zwar die Highlight-Palette. So sieht die aus. Die ist so richtig schön in Rose Golder Verpackung. Machen wir auch mal auf, wenn wir es denn schaffen. So. So sieht die aus. Highlighter-Palette Highlight heißt die. Hier steht es. Highlighter-Palette Highlight. Und zwar, also hier sind drei Highlighter dabei. Und zwar, eigentlich habe ich mir die nur gekauft. Oh, das sieht man nicht. Dieser hier ist lila. Also hier ist so ein Vanilleton, so ein Rose-Ton und ein Lila-Ton drin. Ich swatch euch die und dann zeige ich euch die nachher nochmal. Und die sind so, 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 so schön, dass ich gesagt habe, die Töne habe ich definitiv noch nicht. Und musste mit, unbedingt. Kostet auch nur ein paar Euro, so teuer sind die auch nicht. Genau. Guck, was der Eugen sagt, wenn ich ihm das gleich verrate, weil der weiß von seinem Glück noch nichts. Weil der sagt immer, du hast so viel, warum kaufst du noch? Aber letztens habe ich mal meine Blush- und Highlighter-Schublade hier aufgeräumt und so viel Highlighter habe ich gar nicht. Ich habe mehr Blush als Highlighter und deswegen habe ich gedacht, gehen diese drei da noch dazu. Genau, so, das war mein kleiner, aber feiner Rossmann-Haul für euch. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks für diese Zahnreinigung zwischen den Zahnräumen habt, lasst es mich bitte wissen, weil mich das fuchsig macht, dass ich jetzt schon das dritte Mal irgendwas gekauft habe und es keiner benutzt bei uns. Ach, ja, aber was soll's. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch oder ein kostenloses Abo. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.